wenn die sozusagen die Politiker jetzt zum Beispiel nicht aktiv werden von Bezirksebene, dass dann die Izzat-Galerie schnell wie möglich zu sanieren, dann werden wir die Mauer nicht mehr in diesen Formen, also Izzat-Galerie authentisch haben in den nächsten paar Jahren. Das heißt, also, wir müssen jetzt handeln, versuchen tatsächlich die Maßnahmen, die Gelder, die wir einfach bekommen haben von dem Bund, von Stadt Berlin, von was weiß ich, private Sponsoren oder von Lotte-Stiftung, dass wir tatsächlich schnell einsetzen. Die Bauarbeiten für diese Grünanlage, die Betonerneuerung und die Erneuerung der Bilder auf der Izzat-Galerie mussten aufeinander abgestimmt werden. Und da es wegen unerwarteter Schwierigkeiten im Baugrund, wo sich noch die Reste abgerissener Gebäude befinden, zu einer Verzögerung bei der Grünflächengestaltung gekommen ist, hat das auch die Ausführung der Mauersanierung dort verzögert.